Hast du Aaron gesehen? Ein Deck weiter unten. Die DRDs durchsuchen alle anderen Decks. Was zum Teufel war das? Jemand hat Mulders Wärmeenergie neutralisiert. Wir sind bewegungsunfähig. Sie werden versuchen abzuhauen und sie haben Rigel. Rigel könnte freiwillig gegangen sein. Vielleicht aber auch nicht. Du wirst den Bullard doch sicher hier nicht so zurücklassen, oder? Unter diesen Umständen kann er warten. Ich werde bei der Suche helfen. Nach mir? Hilfe! Orn, lass es uns tun! Hilfe! Orn! Orn! Nicht schießen! Ich bin es! Runter! Komm her, runter! Schließt die äußeren Hangartore! Ich kann nicht! Mujas Verbindung ist getrennt worden. Ich habe eine Idee. Fang an, unsere Position an die Peacekeeper zu senden. Ich hatte die gleiche Idee. Nein, ich wollte dein Modul nehmen. Aber du wusstest nicht, dass Dago das fliegen kann. Verfrellter Dren! Der verfolgt uns als Schiff! Irgendwas von Talon gehört? Negativ. Er hat uns immer noch nicht eingeholt. Okay, wir gehen rein. Sie werden uns mit ihm an Bord nicht abschießen. Da wäre ich mir an deiner Stelle aber nicht so sicher. Ich öffne die hintere Luke. Sie sind direkt über uns. Was ist Ihr Plan? Oh, sie werden dich töten, Schlampe. Gut, Dago, deine Position ist gut. Ich werde in die Nähe der Luke feuern. Setz das auf! Versuche es ruhig zu halten, Dago. Ruhig! Wird dieses Kabel halten? Das ist eine Iradium-Legierung. Natürlich hält das, genau wie bei dem Budong. Budong? Was soll das bedeuten? Du... Vertrau mir einfach. Jetzt! Geh jetzt, Aaron, los! Amüsant. Sie sind auf der Höhle! Nein. Bist du okay? Ja. Sie kommen rein! Erschieß sie! Erschieß sie! Ich heiße John Crichton, bin Astronaut. Ich wurde zu einer Strandmelde, hast du durch ein Busunfall. Ich irre auf einem Raumschiff im Universum umher. Es ist ein lebendiges Raumschiff, voller merkwürdiger außerirdischer Lebewesen. Kann ich da draußen niemand hören? Hört mich einer. Ich werde von einem Wahnsinn.